Hallo Leute und willkommen zu diesem Q&A. Erstmal danke für die 20 Abos. Hat mich sehr gefreut. Bin da sehr stolz drauf. Und ich mache jetzt das zweite Mal dieses Q&A, weil man meine Fresse nicht gesehen hat, weil ich dumm bin. Naja, dann würde ich mal sagen, hi, das bin ich. Hi. Machen wir mal los. Erste Frage von Vortrix M, und zwar, was machst du für ein Abo-Special, wenn du 500 Abos hast? Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Hab ich mir noch nicht überlegt. Zweite Frage von Suki. Liebst du Dianta? Nein, aber ich habe gerade die Musik extra nur für dich im Hintergrund laufen. Träumst du von Dianta? Ja, danke dir schon, Suki. Ich träume davon, dass wir ein paar sind, nur wegen dir, Suki. Danke. Lucius fragt, wer ist dein Lieblings-Pokémon-Protagonist? Rot, selbstverständlich, ey. Rot ist Beste. Der Filmmaster FK fragt, magst du Suki? Natürlich mag ich meinen Suki. Nur wenn er will ein richtiger Hater sein, muss er doch Dislikes geben. Die vergisst er jetzt, weil du gibst mir stattdessen ein Like. Da ist wohl seine Hand auch ausgerutscht, als er Dislike geben wollte. Oder sollte ich eher sagen, Saki, weil er sagt, ja, ist ja schon gut. So. Und ganz ehrlich, Suki, Bro, wenn du keine Dislikes gibst, yo, scheiße, hallo, da ist die Tür, mein Freund, dafür. Bin ich jetzt auch cool? Ich hab ein Depp gemacht und frag eine Sonnenbrille. Bin ich jetzt auch cool? Ja? Gut. Nächste Frage von der Film hat sich schon wieder. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Naja, ich habe Richtung Ende 2015 Let's Plays geguckt und ja, ich fand die geil. Also habe ich deswegen mit YouTube angefangen. Weil ich mir dachte, ey, wenn die das können, kann ich das auch. Und seit Juni 2016 kommen bei mir Videos, die alle crapsen. Heute noch. Aber naja, genau deswegen habe ich mit YouTube angefangen. Was hast du für MPs für die Zukunft geplant? Erstmal Sonnenbrille ablegen, weil ich nicht gut bin. Das muss ich lernen. Was ich für MPs für die Zukunft geplant habe? Naja, Yooka-Laylee für die Switch. Zelda Minish Cap. UK Watch 1 und 2. MK8 Deluxe natürlich, Splatoon 2. Ja, das war's. Schon, was mir gerade spontan einfällt. Doch, noch Pokémon Prism und das Pokémon-Spiel, das hoffentlich dieses Jahr noch erscheint. Ich meine, es ist im April und es wurde noch nichts vorgestellt. Okay, nächste Frage von Produktofanboy 13. Und er fragt, wie alt bist du? Ich bin 13, auch wenn man denkt, ich wäre 18 von der Größe her. Und ich bin ultra hässlich, ich weiß. Hast du jemals bei Pokémon alles ins Pokémon in deinem Team besiegt gehabt? Ja, das wird tatsächlich schon dreimal passiert. Dreimal. Bei Pokémon Diamante, der das noch schon auf dem Kanal bin ich bei Fight, bei seinem Cognodon gerippt. Mit meinem Team bei der Pokémon Schwarz 2. Das Doc Shinsha auf dem Kanal bin ich arg tot gegangen gegen Sharon. Auch erst nach der Leitung gegen sein letztes Pokémon auch. Ne, da. Bei Diamant war, hatte er ja noch sein Udi. Ja. Ja, und einmal bei, was mir sehr peinlich war, bei Pokémon Y beim letzten Trainer der Siegenstraße. Was mir aber auch noch passiert ist, weil mein erstes Spiel überhaupt, mein erstes Pokémon-Spiel überhaupt war, beim ersten Run. Da kann man es doch verzeihen. Hier ist die Folge von Spielen. Bist du dumm? Ja, hi. Ich bin der Fanmaster. Bin 13. Bin dumm. Und bin ultra hässlich. Wie bist du auf dem Kanal, auf deinen Kanal dann gekommen? Fragt Spielen schon wieder, okay.
Ganz ehrlich, Smash Bros. Ich einfach nur Fame Master nennen, ohne das FK, weil ich scheiße ein Videospiel bin. Ich meine, das merkt man ja an vielen Stellen. Naja. Aber weil man jemand kann einen finden, weil sie schon zehntausende vor mir Fame Master genannt haben, ne? Habe ich noch ein FK dahinter geklatscht, weil es einfach nur meine Initialen sind. Damit man meinen Kanal auch findet. Und hey, es hat geklappt, man findet beim Suchen von Famemaster, das kann mein Kanal und mein Zweitkanal. Ja. Nächste Frage, schon wieder von Spielhelden. Wer sind deine Lieblings-YouTuber? Lennificate, KG und Domtendo. Und noch an der Grenze Let's Play Markus. Ja, nächste Frage. Wer bin ich? Die Person, die mir diese Frage gestellt hat, bist du. Ja. Nächste Frage. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 7. Klasse. Und dann kommt als Frage. Bist du gut in Musik? Was hast du mit deiner scheiß Schule? Ich bin scheiße in Musik. Ich bin alles, aber nur nicht gut in Musik oder in Sport. Was ist dein Lieblingsschulfach? Ja, das ist das Schulfach, wo ich um 17 Uhr nach Hause komme und für euch Videos aufnehme. Das ist mein Lieblingsschulfach. Jetzt nimmt man auf, Famemaster, du Scheiße aufnehmen und willst auf YouTube unter in Form von Videos machen. Naja. Und die letzte Frage, magst du Religion? Geht. An sich wäre es schöner, wenn es nicht einer dummen Schulstunde wäre, weil am Freitag durften meine Klassenkollegen nicht Religion, hat um 12 Uhr nach Hause gehen und ich durfte bis um 15 Uhr im Gymnasium versauen. Wegen Religion. Naja, und das waren auch schon alle Fragen. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank nochmal für die 26 Abonnenten inzwischen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Euer Famemaster FK.